Wir sind beim Achtelfinale Nummer 6, Kasa gegen Sensa. Ich bin immer noch ein bisschen krank, aber es wird schon irgendwie gehen. Und wollt ihr mal wissen, wie es überhaupt zu dieser Paarung gekommen ist? Geplant war das nämlich nicht. Eigentlich lag Daniel Jack in der Qualifikation im User-Voting vorne und es sah so aus, als müsste Sensa ins Mini-JBB. Daniel Jack war schon für Kasa eingeteilt, die Mails waren auch schon verschickt und alles war fest. Aber dann hat Sensa auf den letzten Drücker doch noch überholt und hat den Platz von Daniel Jack bekommen. Wie ihr wisst, war ich von Daniel Jacks Qualifikation nicht besonders beeindruckt und ich dachte, das wäre ja das perfekte Freilos für Kasa, weil er ja noch nicht so eine krasse Erfahrung hat und dass das eine gute Übung wäre. Aber dann kommt auf einmal Sensa. So viel dazu. Aber kommen wir zur Bewertung. Kasas Video ist ziemlich gut, es gehört auf jeden Fall zum Besten aus dem Hause Gartner. Einziges Problem ist, dass es ziemlich eintönig ist und das von Sensa ist das beste Video überhaupt bis jetzt. Also da gibt es halt trotz gutem Video einfach keine Chance. Punkt für Sensa. Punchlines. Kasa hat eine 8-Minuten-Runde. Yippie. Wie mich das immer freut, wenn ich mich durch so viele Lines kämpfen muss. Aber ich habe damit gerechnet, dass sich diese Mammutrunden häufen würden und sie sind die Alternative zu den Rückrunden. Es ist durchaus gewünscht, dass einfach alles in einer Runde gesagt wird, was gesagt werden kann. Aber es sollte nicht mehr gesagt werden als unbedingt nötig. Mal gucken, wie das bei Kasa so geworden ist. Den Einstieg und so ziemlich den gesamten ersten Part finde ich sehr gelungen. Sensa bezeichnet sich in seiner Quali selber als Model und sieht sich als Schönling, der Weiber anzieht. Das ist natürlich nicht gerade eine sehr männliche Ansage. Und eine perfekte Steilvorlage, um daraus viele Schwuchtel, Model und andere feminine Degradierungslines zu machen. Kasa geht da von Anfang an richtig schön direkt in die Fresse an die Sache ran. Man könnte jetzt sagen, dass er ihn die ganze Zeit nur als Schwuchtel beleidigt. Und das ist auch nicht ganz verkehrt. Aber wie er ihn die ganze Zeit als Schwuchtel beleidigt, ist schön, witzig und ich habe mich köstlich amüsiert. Hat ja bei Neo gegen Janaka kann auch schon gut funktionieren. Wenn der Gegner sowas hergibt und es authentisch rüberkommt, dann ist das nun mal Gegnerbezug. Es gibt Leute, gegen die kann man sowas nicht sagen. Wenn Weimar Rolex als Schwuchtel bezeichnet, ist das kein Gegnerbezug. Aber so wie Sensa selber über sein Aussehen redet, das geht locker durch. Direkt die ersten 8 Lines sind durchgehend richtig schön unterhaltsam. Du bist so schön und mit deinem Ego bängst du jede Note. Sehr interessant, du kleine metrosexuelle Schwuchtel. Nur was hat das hier zu suchen? Ich zerstöre dich, du Volltrottel. Was willst du hier? Geh doch zu Germany's Next Topmodel. Was ist das bitte für ein peinlicher Trend. Natürlich hast du deshalb auch paar weibliche Fans, du behinderte Tunte. Denn wie man an Sami Slimani sehen kann, stehen Weiber halt auf Internet schwuchteln. Und es geht direkt danach weiter, ohne wacke Lines dazwischen. Ich will nur nicht so übertrieben viel am Stück abspielen, ohne euch dazwischen voll zu labern. Die nächsten 8 Zeilen gehen genau in die gleiche Richtung. Augenbrauen zupfen, schwuler bester Freund, Sensa hängt auf Schminkkanälen rum. Erzähl doch nicht, du gehst einen Haufen Frauen bumsen. Ey, du chillst im Weiberklo und bist am Augenbrauen zupfen. Er hat Weiber, doch glaub nicht, dass in der Bude etwas läuft, denn wie will er sie ficken als ihr schwuler bester Freund? Ich geh auf ne Party, mach mir Bitches klar und knalle sie. Währenddessen chillst du auf dem Schminkkanal von Ducky B, um danach wie ne Frau zu shoppen. Du bist so schwul, selbst wenn meine Mom jeden Mann ficken würde, wärst du damit ausgeschlossen. So, das waren die ersten 16 Zeilen und ich fand jede einzelne Line davon gut. Die allerletzte mit dem Ausschließen war von allen die schwächste, aber immer noch ziemlich gut. Danach gibt es einen Vierer über Sensas Vornamen. Der Spruch mit sehr gay und sehr gay ist natürlich extrem alt und ausgelutscht, aber ich finde tatsächlich, dass es trotzdem gut reinpasst. Vor allem wegen dem Schwuchtel-16er davor. Also er sagt die ganze Zeit, wie schwul Sensa alias Sergey ist und dann heißt er auch noch sehr gay. Es kommt also trotzdem gut, auch wenn es nicht so sonderlich innovativ ist. Wäre es ein anderer Sergey gewesen und dieser Schwuchtel-Gegnerbezug wäre nicht da gewesen, hätte ich die Line als schwach und ausgelutscht bezeichnet, aber in diesem Fall habe ich sie gefeiert und sie passt perfekt ins Konzept. Dein wahres Ich wäre nicht cool für die Fans, doch jetzt oute ich dich, du kamst schon schwul auf die Welt, denn deine Neigung wurde damals sehr schnell erkannt. Deshalb wurdest du von deinen Eltern sehr gay genannt. Nach dem sehr ausführlichen Schwuchtelanfang ändert Kasa die Angriffsfläche auf Sensas Misserfolg. Auch das hat durchaus Daseinsberechtigung und die Reduzierline danach ist ziemlich gut. Du bist wack und verlierst dich ab, wenn es hochkommt, 10 ganze Tracks. Du machst seit 10 Jahren Rap und kassierst. Reduzier mich doch auf Gio, doch dein Gegner ist hier. Du bist so schlecht, es reicht, wenn ich dich auf dich selbst reduziere. Danach gibt es einen soliden Vorauskonter, der nicht ins Leere geht, weil Sensa sehr viel über Gio bringt, was auch zu erwarten war. Ey du Hund, du verstehst es nicht. Du erwähnst Gio und zeigst damit allen Leuten nur, wie unkreativ du bist. Du wirst jetzt wie eine Hure gefickt. Ich bin der Bruder von Gio, du bist der Bruder von nichts. Danach geht er nochmal auf Sensas Qualifikation ein, in der Sensa ja sehr chillig gerappt hat, was Kasa als Kuschelrap interpretiert. Und außerdem hat Sensa ja meinen Hund gedisst, was ja auch gut von Kasa nochmal aufgegriffen wird. Die Endline bezieht sich nochmal auf Sensas Misserfolg und sitzt auch gut. Ich zerfetze dich, du Schwuchtel. Nach dem Track gehst du zugrunde. Deine Quali war so wack. Willst du battlen oder kuscheln? Ab jetzt schämst du dich für diesen Punkt in deinem Werdegang, denn in diesem Battle bist du der Hund, der sich nicht wehren kann. Also mach mal nicht auf Boss, du kleine Bitch. Was redest du von Mika? Wer wird dauernd Doggy-Style gefickt? Du wirst am Mike penetriert. Nach diesem JBB kannst du wieder ein Album machen, das kein
Schwein interessiert. Das war der erste Part, 36 Zeilen, und ich fand keine einzige davon schlecht oder unpassend. Alles hat Gegnerbezug, es wurden unterschiedliche Angriffsflächen genutzt. Trotz der Menge an Zeilen kann man hier nicht von schlechter Qualität sprechen. 36 Zeilen am Stück ohne viel Variation sind vielleicht etwas ermüdend, aber es hält sich noch in Grenzen, wenn die Qualität stimmt. Kommen wir zum zweiten Part nach der Hook, und der ist leider etwas schwächer als der erste, und dafür gehen die 32 Zeilen deswegen leider nicht ganz so schnell wie die 36 im ersten Part. Die ersten vier Lines sind wieder ziemlich gut, weil Sansa hauptsächlich Herz-Schmerzmucke gemacht hat und dann auf einmal ein härteres Image aufzieht. Ja, Tabiale Blue heißt übrigens ich L-Worte dich für alle, die es nicht wussten. Machst auf Harten in der Booth und erzählst etwas vom Biss. Alter, rede keinen Mist, du hast es jahrelang versucht. In der Quali kann man hören, wie du in harten Phrasen fluchst. Doch auf YouTube findet man nur Songs wie Tabiale Blue. Was danach kommt, ist einerseits natürlich legitim, aber nicht, wenn es von Kasa kommt. Er sagt, dass Sansa das ist, was er an Rap so hasst, weil zuerst Schwuchtel-Schnulzen-Mucke gemacht wird und dann auf einmal der Dicke markiert wird, als würde man Laska mit einem Edding bemalen. Gio ist auch dafür bekannt, dass er mal sentimentale Gay-Musik gemacht hat, also den ersten Vierer dazu fand ich noch okay, aber den danach kann ich ihm dann nicht mehr ganz abnehmen, weil er Gio dann auch hassen müsste. Das mit Entertainment fand ich dann aber wieder gut, auch wenn es darauf aufbaut. Alter, du bist genau das, was ich an deutschem Rap so hasse. Erst Liebeslieder für Mädchen und heute Welle machen. Ey, das ist genauso glaubwürdig, als würdest du eine Maske tragen und dann erzählen, du willst mich mit deiner Axt erschlagen. Dann kommen wieder zwei schwache Lines und dann geht's wieder in Richtung Schwuchtel-Image, was der Sansa ja schon von Anfang an aufdrücken will, mit einem kleinen billigen Magazin-Wortspiel, was aber durch den Gegnerbezug gut funktioniert und die Delivery ist auch gut. Du Homo laberst viel, erzählst etwas vom Krieg, doch schießt du mit Patronen aus dem Modemagazin. Dann gibt's einen Vierer, der relativ Standard ist und wohl als Aufbau für die zwei Lines danach gedacht ist, in denen er sagt, dass Sansa trotz Fame-Features nichts gerissen hat. Alter, guck dich an, dich kennt niemand, mich kennt jeder, du hast nichts gerissen, trotz Features mit Diego und Kollegen. Danach gibt es wieder zwei unnötige Lines und danach wieder zwei über Sansas Karriere, die gut sind. Du hast ganze fünf Alben draußen, doch damit nichts erreicht. Der Höhepunkt deiner Karriere wird sein, wie ich dich zerreiß. Die Dschungelcamp-Line fand ich dann wieder wack und danach dreht er eine von Sansas Lines aus der Qualifikation richtig schön um und danach geht es ein bisschen auf das Russending, was Sansa auch in der Quali anspricht, was auch wieder gut ist. Durch mich wird wieder einmal Geld verdient. Klickgarantie. JBB in der RBA hieß das noch Entry League. Du wirst am Mike zerbombt, Schwuchtel, du hast keine Chance, das JBB ist Entry League und du bist fast nicht reingekommen. Fresse, Bitch, wie willst du mich boxen, du Schwuchtel? Deine Punches gehen eh daneben, du besoffener Russe. Der letzte Vierer ist auch gut, besonders die letzte Line mit der Fahne habe ich gefeiert. Du bist seit Jahren am Rappen, doch so irrelevant. Ich hab nach dem Battle hier wahrscheinlich schon wieder deinen Namen vergessen. Ey, ich schlage den Deppen, ich hab keinen Plan von der Kunde. Doch woher du schnappst, würde sogar ich an der Fahne erkennen. Das war's vom zweiten Part. Diesmal sind es 32 Lines, aber trotzdem kommt mir der Part sehr viel länger vor als der erste, obwohl es vier Lines weniger sind. Das liegt leider daran, dass sich hier ein paar unnötige Lines eingeschlichen haben. Von 32 Lines haben nur 20 gesessen. Also erster Part 100% Punchline-Dichte und zweiter Part 63%. Also der zweite Part wirkt gegen den ersten relativ schwach, aber er ist eigentlich trotzdem noch ziemlich solide. Zusammenaddiert sind es immerhin noch 82% Trefferquote für die gesamte Runde bis jetzt. Mal gucken, wie es weitergeht. Erstmal gibt es noch eine gute Russen-Punchline in der Hook, die ich gefeiert habe. Und direkt danach im dritten Part sitzen die ersten zwei Lines wieder schön. Er bezeichnet Sansa als abgehoben und macht daraus einen sehr guten Front. Du machst doch männlich, was hier keiner kapiert, denn in der Regel sind russische Eier halbiert. Man hört mich auf allen Pausenhöfen, ey, du bist zwar übertrieben abgehoben, doch immer noch nicht auf meiner Augenhöhe. Dann gibt es eine mittelmäßige Line und danach gibt es wieder vier gute Lines. Da ist eine gute Anspielung auf Casey Rebels Track mit Dagi B drin und die Line danach ist eine klassische In-dir-Stecken-Line, die ich aber trotzdem gut fand. Du sagst, du willst mich im Battle bangen, doch das ist genauso abwegig wie Dagi B zu featuren und sich ein Rebell zu nennen. Du denkst wirklich, du wärst krass, du Lutscher, doch in dir steckt nur Potenzial, wenn du meinen Schwanz im Mund hast. Dann gibt es wieder vier Lines, die unnötig sind, aber danach gibt es wieder eine Line über Sansas Alter, die ich gefeiert habe. Ey, ich hab nichts gegen alte Menschen, doch mit mir wollen die Kinder Fotos, dir wollen sie lediglich über die Straße helfen. Dann kommen 10 Lines voll mit Standardkram. Die Prinzengeschichte fand ich dann wieder gut, aber ich glaube, man hätte da etwas mehr draus machen können, ist aber mit der Endline insgesamt ein solider Abschluss des Parts. Du kommst mir echt behindert vor, in der RBA machst du auf Gangster, denn dort nennst du dich Sansa mit einem Prinz davor. So musste ich erkennen, egal ob K1 oder Markus von Anhalt, es sind immer Opfer. Die sich Prinzen nennen. Hiernach wirst du so wie K1 gehatet. Deine Runde wird das Highlight der nächsten Fake-Compilation. Spätestens nach meinem ersten Part fielst du wieder ein. Du warst ein Niemand, bist ein Niemand und wirst niemals jemand sein. Die letzten 8 Lines werte ich mal als 4 gute und nicht als 8 gute, weil es halt nicht so überkrass geflasht hat. Dann gibt es noch 4 gute Lines in der Hook, die ich gefeiert habe. Das sind so typische oberflächliche Lines, aber ich fand die witzig. Ich hab gehört, was du im Battle auf dem Beat schreibst. Du solltest dich schämen, solche Texte könnte ich frame.
So, wir haben 32 Lines im Part und in den beiden Hooks gab es noch insgesamt 6 gute Lines, die ich dazu rechnen werde. Also 38 Lines und davon gesessen haben 18 Stück. Oh Mann, die Hook-Punchlines helfen ziemlich doll, sonst wären es 12 von 32 gewesen. Die Runde wird leider von Part zu Part schlechter. Der dritte Part hat mich an einigen Stellen leider auch richtig gelangweilt. Der eintönige Beat trägt auch dazu bei, dass der dritte Part der Tiefpunkt der gesamten Runde ist. Aus Part 2 und 3 hätte man einen krassen Part machen können. Dann kommt endlich ein Beatwechsel. Halleluja. Und der vierte Part ist zum Glück wieder besser als der dritte. Nach der Einstiegsline hat der Kasa endlich wieder einen guten Lauf mit einigen guten Lines hintereinander. Er greift nochmal das Thema Prinz auf und macht daraus nicht gerade den innovativsten Front aller Zeiten, aber nach dem schwachen dritten Part hat mich das trotzdem irgendwie wieder aufgemuntert. Jede Line, die ich bringe, ist für dich wie ein K.O.-Schlag. Du nennst dich Prinz, doch du bist nicht einmal der Hofnarr. Danach nimmt er Bezug auf die Vergewaltigungsgeschichte vom Schwamm aus dem letzten Jahr, was ziemlich gut kommt. Er ist zwar nur knapp daneben, weil Sensor stattdessen den Nazi-Kram genommen hat, aber sinngemäß passt die Line trotzdem und was danach über den Schwamm und San Diego kommt, ist auch richtig gut. Du bringst nur Plagiate, wenn du Angst hast zu verlieren, dann erzähl doch, dass ich jemand vergewaltigt habe. Doch glaub nicht, dass du mich mit sowas verbunden kannst, denn du bist zwar ein Lappen, aber kein guter Schwamm. Alter, du bist eine San Diego-Kopie mit gleichem Beat-Producer und dem gleichen Videoteam. Gleicher Flow, gleicher Beat, gleiche Art, gleiche Lines, gleicher Spot, gleiche Stimme, gleiche Themen, gleicher Style. Das, was danach über Lasker kommt, fand ich dagegen wieder richtig schlecht. Wenn er jemanden nachmacht, dann allerhöchstens San Diego oder den Schwamm. So wie er es gerade eben vor 5 Sekunden selber gesagt hat. Aber nicht Lasker. Kommen wir endlich zum allerletzten Part und der ist leider sehr defensiv. Sensors Runde artet am Ende wirklich sehr ins Geschichtenerzählen aus, aber Kasa hat's mit der Verteidigung hier ein bisschen übertrieben. 4 Lines in der Mitte fand ich gut, besonders die Hurensohn-Line ist extrem geil. Du wirst bestimmt richtig hässlich in der Runde und sagst Dinge über mich, die ich selber noch nicht wusste. Du hast wochenlang nach Fehlern gesucht. Ich sag, du bist ein Hurensohn und das hat Gegnerbezug. Dann kommt wieder Standardkram und der letzte Vierer ist dann wieder gut. Nur ausgedachten Müll bringst du in deine Texte, doch das trifft mich. Ich hab eine lupenreine Weste. Denkst du, dass ich mir Sorgen mache? Ab jetzt kann man mir nur vorwerfen, dass ich in diesem Battle jemanden ermordet habe. So, endlich durch. Insgesamt sind in der Runde 92 gute Lines drin von 138. Sind 67% Punchline-Dichte insgesamt. Das ist ziemlich gut, vor allem bei einer so langen Runde. Bei Weimar waren es 46% bei 100 Bars, also im Vergleich schon mal sehr stark. Aber kommen wir zu Sensors Punchlines. Die ersten 4 Lines sind atmosphärische Aufbau-Lines und danach kommt eine coole Line gegen Gio. Gio ist zwar nicht Kasa, aber da es Brüder sind, streift ihn die Line auch irgendwie. Bruder-Dissen ist in dem Fall wohl so ähnlich wie Mutter-Dissen und deswegen nehme ich die 2 Lines mit rein und die danach nehme ich auch mit. Ich habe 50 Gaze of Gay zwar nicht geguckt, aber irgendwas mit Fesseln soll da wohl vorgekommen sein. Von ritzt seine Arme, während er im Zimmer hockt. Borderline schaut sich SpongeBob's Runde an, sucht immer noch nach Konter-Lines. Denk nicht, dass ich mit dem Schwamm unter einer Decke stecke, wenn da nur mit deiner Mom Shades of Grey Fest-Election. Danach gibt es noch eine gute Line darüber, dass Kasa für Sensor ein kleiner Junge ist, was ich gefeiert habe. Ist so ein bisschen Kampf der Generation. Kasa hat ihn ja als Opa bezeichnet und hier ist das genau andersrum. Sehr amüsant auf jeden Fall. Scheiß auf Hall of Fame, ich stehe jetzt unter Phänomene. Regel Frauen und massig Cash, du regelst Pubertätsprobleme. Die Line danach ist an sich keine schlechte Line und eine Übertreibung, aber zu sagen, dass Kasa hässlicher ist als Gio, obwohl er viel besser aussieht, ist irgendwie auch ein richtiger Fail. Kann man natürlich als Übertreibung sehen und als Witz, aber irgendwie finde ich, das geht einfach nur vorbei. Dann kommt Double Time und ich weiß nicht wieso. Double Time ist immer ein Nachteil für Punchlines. Der einzige, der bis jetzt hingekriegt hat, mit Double Time Flows trotzdem zu punchen, ist Neo. Und auch bei Sensor geht das leider völlig daneben. Ausgelutschte Schließmuskelriss-Lines und inhaltlich alles extrem Standard bis übertrieben. Wack. Danach lässt er das zum Glück erstmal bleiben und es kommt eine richtig geile Punchline mit Janakan. Janakan ist ja seit seiner Runde ein bisschen dafür bekannt, ein kleiner Grammatikkrüppel zu sein. Und weil Kasa sich da in seiner Quali auch ein bisschen vertan hat, kommt die Line extrem gut. Tu mir das, was ich letztes Jahr schon wollte, denn im Gegensatz zu euch bin ich der rechtmäßige Thronfolger. Beherrsch nicht mal die deutsche Sprache, doch bist so stolz auf dein Vaterland. Der rechtmäßige Thronfolger schreibt für dich auch Janakan. Danach kommen noch 2 solide Lines und noch 2 richtig gute über Kasas angeblichen Beruf als Altenpfleger, die ich extrem gefeiert habe. Du bringst nur Zweck, Reime unter denen deine Strophen leiden. Jedem hier, der meint, dass du gewinnst, muss ich den Vogel zeigen. Du bist Altenpfleger, ich müsst nicht mal Kasa dissen, denn irgendwann muss er mir sowieso mein Arsch erwischen. Jetzt kommt das Highlight der Runde. Er baut sie extrem lange auf, insgesamt sind es 8 Zeilen, die er hier bringt und ich dachte im ersten Moment, was zum Teufel redet er da? Er leitet das Ganze als Voraus
Schlusskonter ein, was komplett ins Leere geht, weil Kasa nichts dergleichen erwähnt. Aber was er da am Ende aus dieser Geschichte macht, ist ein richtig krasser Punch. Erzähl euch die Story über mich, bevor sie Kasa bringt. Mein Sohn hätte keinen Bock auf mich, weshalb ich kein Vater bin. Meine Ex war schwanger, ich hab jeden Tag im Bauch gestreichelt. Hab auf Rap geschissen, machte Cash, ich musste aus der Scheiße. Doch das Ende der Geschichte, das Kind wurde nie ausgetragen. Denn sein Name ist Kinderherz, hörte einfach auf zu schlagen. Was mir passiert ist, das ist traurig, aber glaubt ihr mir, Kasas Dad hört diesen Song und wünscht, dass der ihm auch passiert. Das sind 8 Lines und 2 davon punchen. Aber durch den heftigen Aufbau sind es letzten Endes eigentlich 8 krasse Lines und ich werte die alle mit, weil das Ding extrem geil gesessen hat. Danach wird es leider sehr schwach und vor allem zweckreimig. Er macht einen sinnlosen One-Time-Punch des Todes, indem er Frank Sinatra als Nebenrolle bezeichnet, nur damit es sich auf Alan Harper reimt. Das mit Casablanca danach ist auch eher mittelmäßig. Danach gibt's eine gute Reimkette mit einer Line darüber, dass Casa Schiss hat zu verlieren und deswegen AskFM deaktiviert. Das habe ich jetzt nicht überprüft, aber wer eine 8-Minuten-Runde macht, der hat vielleicht nicht unbedingt Angst, aber auf jeden Fall Respekt. Und das auch zu Recht. Die Lion-Line danach fand ich aber noch besser. Zapp ne Schafe, wenn ich schieß, kann dich kein Arzt reanimieren. Du hast nur Angst, dir zu verlieren, musst sogar Ask deaktivieren. Doch dich kann keiner retten, mich zu battlen, gleich nem Sprung ins Seifischbecken. Such dir einen auf deinem Level, geh wie Gio Lion battlen. Die nächste Line ist an sich nicht schlecht, aber etwas zu sehr von SpongeBob gebeitet. Deine Kinder werden es nie gut haben, denn was soll man von dir erben außer Rufschaden? Wird Klatschen doch für dich nie Zugaben geben, denn als Gärtner musst du dann Gio mit Rufschaden leben. Danach kommt eine gute Line über das Geschwisterleben, wo es ja nicht unüblich ist, wenn man alte Klamotten von den großen Geschwistern bekommt. Du wirst in seine Fußstapfen treten, doch es endet wie in Jugendjahren, denn du darfst allerhöchstens seine alten Schuhe tragen. Danach kommt eine Line, die ich die ersten Mal überhaupt nicht gepeilt habe. Sie ist an sich gut, aber leider überhaupt nicht gut aufgebaut. Die Mutter von Kasa und Gio hat von irgendeinem Penner mal eine Flasche an den Kopf geworfen bekommen. Das hat man vor ein paar Monaten so nebenbei mitbekommen. Wahrscheinlich auch nicht viele von euch. Ich wusste, dass es passiert ist, aber von Edeka wusste ich gar nichts, wie es in der Line erwähnt wird. Und die Line an sich habe ich halt auch erst beim 5. oder 10. Mal überhaupt erst gepeilt. Mit 2 Aufbaulines, in der die Situation etwas besser erklärt wird, vor allem für die, die es gar nicht oder wie ich nur am Rande mitgekriegt haben. Und dann erst die Flaschenline und es wäre voll das Highlight gewesen. Aber so wie es jetzt in der Runde gekommen ist, hat es nicht annähernd so reingehauen, wie es möglich gewesen wäre. Ich werte sie trotzdem als gute Line, aber ich finde, hier wurde richtig viel Potenzial verschenkt. Frag mal Edeka, nicht alles auf dem Parkplatz geschieht. Da hat Sonja die dritte Flasche nach Casa gekriegt. Die Line danach bezieht sich auf Sensas Quali, wo er so tut, als würde er Mika verbrennen und das kommt ziemlich gut. Das ist Sensa, euer aller Untergang, Sensa. Jetzt wird der zweite Hund verbrannt. Die Line mit dem Löwen danach fand ich wack und danach kommt eine Sergei-Line, wie Kasa sie auch gebracht hat. Wer Sergei heißt, dem wurde der Sergei-Spruch bestimmt im Laufe des Lebens tausende Male erzählt. Und er bringt ihn hier dann einfach selber, weil ihm klar war, dass das sowieso kommt. Ziemlich gut und selbstironisch. Ich lass den kleinen Pisser alt aussehen im Rap-Game. Doch wenn ich Kasa ficke, bin ich dann Sergei. Dann kommen wieder 6 schwache Lines, was hauptsächlich wieder am völlig unnötigen Double-Time liegt. Und dann kommt ein Double-Time-Part, den ich sogar inhaltlich nicht scheiße fand. Es geht wieder um das Geschwister-Dasein. Du musstest Giovannis Sachen tragen in sein Badewasser baden. Vom Preis gekauft, der sich ein Bike und du darfst jetzt endlich auch sein altes Fahrrad haben. Dann geht es weiter mit schwachem Double-Time und irgendeiner Jennifer K., die aus dem Nichts kommt. Irgendwelchem Emo-Kram, Facebook-Postings und so weiter. Viel zu viele Informationen für ein Double-Time und keine klaren Punchlines. Voll versemmelt das Ganze. Viele Zweckreime, One-Time-Punches und lyrisch extrem schwach. Insgesamt 10 schwache Lines. Dann kommt Sansa mit der alten Nazi-Geschichte gegen Gio und überträgt das auf Kasa, weil er sein Bruder ist. Im Double-Time dachte ich schon, oh Mann, hör bitte auf mit dem Quatsch und diss ihn wieder richtig. Und dann sowas. An der Stelle hat er mich komplett verloren. Die eine Line mit dem Rechtsstreit fand ich zumindest noch sehr witzig. Jetzt hat dein Leben einen Sinn, MPD und Rap-Zeilen. Wenn du dich mit Gio zoffst, ist das dann ein Rechtsstreit? Dann wird das irgendwie sehr ernst und es kommt mir so vor, als würde er wirklich versuchen, uns davon zu überzeugen, dass Kasa ein Nazi ist. Aber da wir mittlerweile alle wissen, dass die Nazi-Scheiße gegen Gio totaler Quatsch war, geht dieser ganze Teil komplett an mir vorbei. Ich konnte dem Ganzen gar nichts abgewinnen und habe mich eher gefragt, was soll das?
Die Rechtsstreitline war wie gesagt noch witzig, aber das andere ist einfach viel zu unauthentisch, hat mich auch nicht entertained und treffen tut es sowieso nicht. Alle Lines, die auf der Nazi-Geschichte aufbauen, gehen meiner Meinung nach komplett ins Leere. Generell ist diese Nazi-Karte echt extrem ausgelutscht gegen einen Gärtner. Man kann sich da nur noch lustig drüber machen und es ins Lächerliche ziehen, so wie mit der Rechtsstreitline. Aber mehr gibt das Thema nach 2 Jahren einfach nicht mehr her. Und da dann jetzt theatralisch mit Klavier den Pseudo-Real Talk auf so einer Sache aufzubauen, ist ein Flop und kein Highlight, finde ich. Das zieht die Runde am Ende echt runter. Hätte er das ohne die Theatralik und mit mehr Ironie gebracht, dann wäre es vielleicht durchgegangen, aber so ist das echt Real Talk auf Krampf und geht voll daneben. Wenn der Nazi-Kram vorbei ist, gibt es aber zumindest noch eine gute Endline, die ich gefeiert habe. Sag danke, Sensor, ich erfülle dir deinen Jugendtraum. Denn wenn du am Galgen hängst, schauen alle zu dir auf. So, das war's. Insgesamt war die Runde die ersten 3 Minuten lang richtig Bombe. Aber dieses Double-Time-Nazi-Finale hat komplett reingeschissen. Mal gucken, was die Punchline-Dichte dazu sagt. Sensor hat 88 Bars gekickt und gesessen davon haben 36. Macht eine Punchline-Dichte von 41%. Man muss noch dazu sagen, dass ich die eine 8-Zeilen-Punchline als 8 Zeilen gewertet habe, obwohl davon nur 2 gepuncht haben und das Double-Time-Nazi-Ende waren eigentlich Minus-Punchlines. Also Kasa liegt in Sachen Punchline-Dichte weit vor Sensor und das obwohl seine Runde 50 Zeilen mehr hat. 2-1 für Kasa bei Punchlines. Extrapunkt. Kasas Runde fängt extrem stark an und schwächelt dann von Part zu Part immer mehr. Außerdem ist das Ganze etwas zu eintönig und lang, aber dafür sind echt viele Punchlines vorhanden und die Punchline-Dichte ist die beste bis jetzt. Sensor hat mit einer Mischung aus Punchlines, Musikalität, Video, krasser Atmosphäre und abwechslungsreichen Flows trotz weniger Punchlines und katastrophalem Ende einen sehr ausgeglichenen Gesamteindruck bei mir hinterlassen. Beide kriegen einen Extrapunkt. Das User-Voting hat Kasa gewonnen, aber auch Sensor ist ziemlich gut dabei weggekommen. Macht 4-3 für Kasa und er steht im Viertelfinale. Man muss aber dazu sagen, dass hier wieder jemand rausfliegt, der ein anderes Battle locker gewonnen hätte. Zumindest die ersten 3 Minuten. Morgen kommt Benson gegen Jay Jiggy. Ich will immer Jay Jigger oder Jigger Jay sagen, weil er mich total krass daran erinnert. Und wenn ich bis 18 Uhr warten will, kann sich die Runden schon um 14 Uhr bei Daily Motion geben. Link in der Beschreibung. Ach ja, mir ist aufgefallen, dass es seit neuestem neben den Battles noch Facebook-Beef von den Leuten gibt. Das ist natürlich eine geile Sache, wenn man sich vor dem Battle noch gegenseitig ein bisschen aufschaukelt. Hinter dem Battle gibt man sich natürlich trotzdem die Hand und alles ist vergessen. Aber so ein bisschen rumprovozieren vorher finde ich richtig gut. Wer nächste Woche battelt, das seht ihr auf Julians Blog TV.